Jetzt habe ich schon so einen tollen Beruf als erster tierischer Dolmetscher und werde immer noch von einigen Menschen ausgelacht. Ich weiß, es ist ungewöhnlich, aber sicherlich gibt es doch auch bei den Menschen ungewöhnliche Berufe, oder? Wenn nur Luzi hier wäre, der könnte mir das bestimmt sagen. Hallo Pius, schön dich zu sehen. Was machst du denn hier im Wald? Ich versuche, meinen Kopf frei zu bekommen durch einen Spaziergang im Wald. Und du? Ich bin auf dem Weg zum Rheinufer in Duisburg. Da wartet mein Bruder Jack auf mich. Oh, das ist aber noch ein weiter Weg. Da wirst du heute nicht mehr ankommen. Wenn du möchtest, kannst du bei mir übernachten. Ja, gerne. Du wohnst ja hier in der Nähe, oder? Das passt ganz gut. Ich bin schließlich schon 5 Stunden unterwegs. Von Euland nach Duisburg ist schließlich ein weiter Weg. Aber mal was anderes. Liegt dir irgendwas auf dem Herzen? Du siehst zumindest so aus. Ja, ich habe was auf dem Herzen. Ich frage mich, ob es unter den Menschen welche gibt, die ungewöhnliche Berufe haben. Oh ja, eine Menge. Eigentlich wollte ich ja kein Erkläronkel mehr sein, doch nach über 4,5 Jahren Pause könnte ich es ja nochmal versuchen und dir deine Frage beantworten. Das wäre klasse. Dann erzähl mal. Gibt es so eine Art Top 10 der ungewöhnlichsten Berufe aus aller Welt? Nun, zumindest bei mir. Also fangen wir an mit Platz 10, dem Tatortfotografen. Diese Fotos entstehen nicht in einem Studio, sondern an einem Tatort, wenn ein Verbrechen geschehen ist. Die Fotos werden gebraucht, damit Polizisten diese dann während ihren Ermittlungen an einem Fall auswerten können, um das Verbrechen besser aufzuklären. Auf den Fotos können dann Sachen wie zum Beispiel Waffen, Fußabdrücke oder Patronenhülsen zu sehen sein. Auf Platz 9 ist der Drogenspürhund-Service. Hunde können in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden, da sie richtig gute Nasen haben. Die Polizei wüsste nicht, was sie ohne ihre vierbeinigen Unterstützer machen sollten. Doch der Drogenspürhund-Service wird nicht von der Polizei in Anspruch genommen, sondern in der Regel von besorgten Eltern. Diese haben die Befürchtung, ihre Kinder würden Drogen nehmen. Da der Hund es wittern kann, ob jemand Drogen genommen hat, kommen schnelle und sichere Ergebnisse in der Regel dabei raus. Also immer Finger weg von illegalen Substanzen. Auf Platz 8 finden wir den Beruf des Anstehers. Man braucht viel Stehvermögen bei stundenlangem Anstehen in einer Warteschlange, aber es wird anständig bezahlt. Wer keine Lust hat, irgendwo anstehen zu müssen, besonders wenn es draußen kalt ist, kann dafür die Dienste eines Anstehers in Erwägung ziehen. Beim 7. Platz wird man als Mitfahrer in einem Auto bezahlt. In Ländern wie Indonesien dürfen zu den Hauptverkehrszeiten nur Autos fahren, die wenigstens 3 Leute im Auto vorweisen können. Total verrückt und ungewöhnlich, aber darum geht's ja auch heute. Der 6. Platz stimmt mich etwas traurig. Es geht um den Beruf des Spracherziehers. Wenn ein Arbeitgeber ein Problem mit dem Akzent oder Dialekt eines Mitarbeiters hat, kann er diesen zum Spracherzieher schicken. Dort wird dieser zum Beispiel hier in Deutschland auf Hochdeutsch umgeschult. Hochdeutsch ist wichtig und sinnvoll, auch wenn das ursprüngliche Hochdeutsch vor einigen 100 Jahren sogar sächsisch war. Aber den eigenen Dialekt weggemacht zu bekommen, ist schon traurig, oder?
kommen wir zu Platz 5. Dort finden wir den Shout Coach. Professionelles Sprechen beim Singen ist bekannt. Doch zum Beispiel in der Rockszene wird auch das Schreien beim Singen gebraucht. Von so einem Coach kann man lernen, professionell beim Singen auch zu schreien. Denn schließlich kommt es auch auf die richtige Atmung und Technik an, damit es sich klasse anhört. In diesem Sinne ein dreifach hoch auf die Rockszene. Mit dem vierten Platz haben wir wieder einen sehr ungewöhnlichen Beruf, und zwar den des Sonnencreme-Butlers. Die Butlerei droht als Beruf auszusterben. Leider. Wie schön, dass es da noch den Sonnencreme-Butler gibt. Dieser cremt seine Kunden ein und hält ein Auge darauf, dass man sich keinen Sonnenbrand holt. Klingt eigentlich nach einem sinnlosen Beruf im ersten Moment. Doch wenn man mal alleine ist und im Sommer trotzdem nicht auf seine Sonnenbad verzichten will, macht jemand mit so einem Beruf doch schon Sinn. Auf Platz 3 finden wir den Beruf des Schlussmachers. Ja, diesen Beruf gibt es nicht nur in Kinofilmen, sondern auch im echten Leben. Es gibt tatsächlich Trennungsagenturen, die einem helfen, mit seinem Partner Schluss zu machen oder auch sogar für einen selbst Schluss machen. In manchen Beziehungen, wo selbst Reden nicht mehr hilft und man merkt, dass es nicht mehr weitergeht, ist so ein professioneller Schlussmacher eine echte Hilfe. Das Ende einer Beziehung schmerzt dennoch, mit oder ohne Hilfe. Hoffentlich braucht hier niemand diese Hilfe. Auf Platz 2 tauchen wir ab. Es gibt nämlich ganz besondere Taucher. Diese Taucher tauchen jedoch nicht nach Piratenschätzen, Wracks oder seltenen Fischen, sondern nach Golfbällen. Als Golfballtaucher sucht man in Wasserhindernissen der Golfplätze nach Golfbällen, muss jedoch gut aufpassen, dass man sich nicht in Schlingpflanzen verheddert. Die gefundenen Golfbälle können dann wieder verkauft werden. Und nun kommen wir zum ersten Platz meiner Top 10 Liste. Hier finden wir den Beruf des Fensterputzers im Haifischbecken. Auch hier tauchen wir nochmal ab. Auch die großen Aquarien in Unterwasserzoos müssen sauber gehalten werden, um beste Sicht zu garantieren. Das gilt aber nicht nur für die Haifischbecken, sondern auch für die Becken mit Stachelrochen, Piranhas und Co. Die Taucher sind jedoch in solchen Fällen mit besonderen Taucheranzügen geschützt, damit nichts passiert. Trotzdem schon aufregend, oder? Mensch, das war richtig spannend und interessant. Vielen Dank. Aber jetzt habe ich noch eine Sache auf dem Herzen. Mich würden nämlich die Vor- und Nachteile interessieren, wenn man sich dafür entscheidet, vegan zu leben und zu essen. Ein interessantes Thema. Doch lass uns erst eine kurze Pause machen. Und dann erzähle ich in der nächsten Folge von Luzi erklärt mehr über dieses Thema. Damit kenne ich mich nämlich auch aus.